Preute ist aktiv zu Besuch bei Bareis Prüfgerätebau in Oberdischingen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Geräte, mit denen man die Härte von Gummi und Gummimischungen prüft. Aber auch die Cremigkeit von Lippenstift, die Kaufähigkeit von Gummibärchen oder den Reifegrad von Obst und Gemüse. Nico Kramer ist Industriemechaniker mit Fachrichtung Feinwerktechnik und arbeitet in der Feinmontage. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll, weil wir unsere Geräte in Handarbeit montieren. Die Kugeln mit einem Durchmesser von 1 mm werden von Hand in eine Kugelführung eingesetzt. Eine Maschine könnte das nie leisten, denn dafür bräuchte man sehr viel Fingerspitzengefühl. Im Kalibrierlabor werden die Geräte justiert und anschließend kalibriert. Das heißt, sie werden nach Kalibriernormen eingestellt, damit sie auch exakt und vergleichbare Messwerte liefern. Bareis hat mit seinem Kalibrierlabor für Elastomere weltweite Standards gesetzt. 80% der Einzelteile für unsere Geräte stellen wir selber her in Oberdischingen. Wir produzieren ausschließlich hier mit über 60 Mitarbeitern.